Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft in the Sea. Ja, ich habe es doch noch geschafft, Minecraft in the Sea zu retten. Wir müssen es doch nicht aufgeben. Ich habe zum ersten Mal den Karottenkuchen gegessen. Problem lag anscheinend zum einen an meinem PC, den habe ich jetzt neu aufgesetzt. Ist alles wieder frisch. Und zum anderen lag es daran, vermute ich jetzt zumindest mal. Einen Moment, ich muss bloß schnell hier Video-Settings noch auf Bright stellen. Mit der was sieht. So ist das doch gleich besser. Und das andere, anscheinend Optifine. Ich habe jetzt hier kein Optifine mehr drin. Aber es sieht trotzdem ruckelfrei aus. Also läuft sicher mit 60 FPS hier. Sollte da auch so packen. Und dementsprechend funktioniert jetzt wieder alles. Und ich habe keine Ahnung mehr, womit wir beschäftigt waren. Ich schau mal einfach hier ins Questbook rein. Ja, hier mal auf Start drücken. Quest, hallo. Genau, dann gehen wir hier mal rein. Ich glaube, wir wollten wir Witches Seed. Hier wollten wir, glaube ich, noch fertig machen. Den Cactus Seed und den Birch Seed brauchen wir ja noch. Dazu brauche ich aber erst nochmal eine Schaufel. Und dafür bräuchte ich Cobblestone. Cobblestone habe ich, Holz habe ich auch. Okay, dann haben wir eh alles besser. Ach, wir wollten die Schmiede bauen. Hier waren wir stehen geblieben. Das ist Clay. So, das ist Clay. Okay, wir wollten die Schmiede bauen. Haben wir den Quest zu? Ah, da haben wir auch einen Quest. Smeltery Train, Controller, Table. Okay. Jetzt hier Tiles bekommen wir dann. Dann bauen wir doch einfach mal ein bisschen hier unseren Table zusammen. Also eine Smeltery Controller brauchen wir. Casing, Table machen wir auf alle Fälle auch. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Dann brauchen wir zwei Ausgüsse, zwei Drains. Die heißen gar nicht Drains. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch, genau, die Drain brauchen wir noch. Drain ist, glaube ich, so gegangen. Nee. So. Genau, so ist die Drain gegangen. Da brauchen wir zwei Stück von. Und was hätten wir jetzt noch gebraucht? Hätte ich auch gleich schon können. Sea Tank. Dafür bräuchten wir Sand. Sand haben wir. Den brennen wir schnell mal hier. Kohle bekommen wir ja genug, Gott sei Dank. Und dann können wir das gleich auch hier wieder weitermachen. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich jetzt auch noch unter der Woche was hochgeladen. Das hier wird jetzt wahrscheinlich am Freitag kommen. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Ich versuche jetzt wirklich einfach mal ein bisschen mehr hochzuladen. Aber wie gesagt, es war schon schwierig eigentlich für mich, zwei Videos in der Woche teilweise hochzuladen. Aber ich gebe mein Bestes, ich streng mich jetzt mehr an, ich versuche da wirklich öfter was zu bringen, weil ich einfach das Gefühl habe, dann, ist es für euch auch schöner, da das Ganze zu verfolgen, wenn halt öfter was kommt, weil ich denke, jeder Zuschauer, der wo sich denkt, ja, da kommt einmal im, zweimal in der Woche irgendwas, das ist dann nicht so ein interessanter Kanal und ich möchte meinen Kanal ja weiter ausbauen und dementsprechend hoffe ich einfach, dass das dann somit besser funktioniert. Und ja, wie ich schon mal angesprochen habe, aber ein Video, das nicht wirklich viele Leute gesehen haben. Darum sage ich es jetzt einfach nochmal. Bitte wirklich, also ich stecke hier Arbeit rein. Ich glaube, ihr merkt es auch. Also mit Cuts, mit Schnitten, mit Timelapse. Also ich überlege mir schon was. Ich klatsche das hier nicht einfach nur hin und sage dann, ja, so super, fertig, schön. Können wir dann das nächste machen? Nee, also wirklich, ich gebe mir da wirklich Mühe. Ich hoffe, ihr merkt das auch. Und dementsprechend würde ich halt gern auch so ein bisschen mehr, ja, wie soll ich jetzt sagen, sage ich jetzt hier im Blöden. Soll jetzt nicht abgehoben klingen oder so, sondern halt einfach so ein bisschen mehr, ja, dass halt ein paar mehr Abonnenten vielleicht kommen, weil momentan verliere ich mehr Abonnenten, als ich bekomme. Ja gut, das ist natürlich auch irgendwo klar, weil ich halt 2 Jahre nichts mehr gemacht habe. 3 Jahre, 2 Jahre, 3 Jahre, irgend sowas. Dementsprechend ist das natürlich klar, dass erstmal die Abonnenten dann die abonnieren, die auf einmal merken, dass sie mich noch abonniert haben, obwohl sie das eigentlich gar nicht mehr wollen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Bricks. Und dementsprechend ist klar, dass ich wieder verliere, aber es kommen fast keine dazu und auch von den Aufrufen her sind die Videos nicht mehr wirklich gut. Das war früher deutlich besser. Und wie hat man jetzt die anderen Dinger hergestellt? Kurz nachschauen, nicht so, so. Das waren die hier, gell? Ach, das waren die einfach nur noch mit reingelegt. Quasi.
Zack, zack. Kommt da mir irgendwas raus? Ich habe das Gefühl, da kommt da mir irgendwas raus. Einfach 38 Mal hier reinlegen, dann funktioniert das schon. Wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich es vergessen. Ja, genau, und darum würde ich euch einfach bitten, wenn es euch gefällt, wirklich das vielleicht Freunden zu empfehlen, das Ganze zu liken, zu teilen. Würde mir auf jeden Fall deutlich weiterhelfen. Ich verstehe es natürlich auch, wenn ihr sagt, nee, das will ich jetzt nicht. Ist überhaupt kein Problem. Bloß ich will es halt nochmal ansprechen, einfach damit das, ja, damit das vielleicht irgendwann mal was wird und mein Kanal auch weiter wächst. Und ich dementsprechend natürlich auch weiterhin hier so, hier muss ich nichts reinbauen, hier muss ich da reinbauen, so aktiv sein kann. Ich meine, das frisst halt schon viel Zeit, hier die YouTube-Videos zu drehen. Und ja, ich will jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit darüber reden. Ich bin einfach froh, dass Minecraft Intensiv wieder funktioniert und ihr nicht denkt, dass ich hier einfach irgendeinen Mist labere, nur damit ich hier Minecraft nicht Let's Playen muss oder so. Also ich Let's Play das wirklich gern. Und ja, packen wir da mal das hier hin. Und das hier hin. Perfekt, also von hier oben sieht man es zumindest nicht. Dann brauchen wir die zwei Drains. Die müssen wir hier so hinpacken. War das richtig? Ja, das war richtig. Und die hier hinpacken. Hier vorne dann den Controller rein. Und die Ausgüsse. Eins, zwei. Ich weiß, es ist hier ein bisschen eng, aber ist eigentlich egal. Den packe ich hier rüber. Und dann brauchen wir noch eins, zwei, drei, vier Bricks. Okay, dann schauen wir mal, ob wir die noch zusammenbekommen. Ich weiß nicht, was da noch im Ofen drin ist. Aber er brennt immer noch, also das sollte schon reichen, denke ich mal. Jo, bekommen wir sogar noch 8 raus, die uns jetzt nichts bringen. Aber jetzt darf ich die wieder 18 Mal hier durchcraften. Ich zumindest dann will, dass die gleich aussehen. Sieht natürlich ein bisschen blöd aus, wenn die alle unterschiedlich aussehen. Perfekt. So, schauen wir mal. Ist das jetzt eigentlich irgendwie Chisel oder so? Nicht Chisel, oder? Die sind immer noch Tinker's Construct, okay. Aber jetzt nur gedacht, weil Chisel würde ja auch, also würde nicht so funktionieren, aber so ähnlich. Ist das dein Ernst? Blöcke funktionieren nicht. Wieder zurückcraften. Bricks, okay, jetzt muss ich die nochmal abbauen. Also ich hoffe zumindest, dass es an den Blöcken liegt. Jetzt nicht irgendwas verändert hat von der Aufbau her. Aber normal sollte das so funktionieren. Hat zumindest immer so funktioniert. Und das jetzt in der 1.11 anders ist. In der 1.10, Entschuldigung, nicht in der 1.11. Dann weiß ich das leider noch nicht und werde es aber dann demnächst wahrscheinlich erfahren. Aber das bekommen wir dann auch hin. Irgendwie muss es ja funktionieren. So, craften wir die nochmal zurück zu Seared Bricks. Und so, Seared Bricks. Das müsste doch eigentlich auch mit den anderen funktionieren. Ja. Komme ich da noch hin? Ja, ich hätte es auch von oben machen können, also wäre es egal gewesen. Ui. Hoffentlich, dass das mit der Aufnahme alles klappt. Weil jetzt natürlich alles neu ist. Nachdem ich meinen PC neu aufgesetzt habe. Irgendwie logisch. Und ja. Aber wird schon funktionieren. Ist die jetzt an? Ist immer noch nicht an? Also irgendwas mache ich hier total falsch. Mach gerade mal das hier weg. Und das hier weg. Also. Ah, okay. Hier drin war so eine komische Redstone-Ding. So eine Fackel. Keine Ahnung, was das genau war. Und deswegen hat es nichts funktioniert. Okay, alles klar. Ja, das solltest du jetzt eigentlich nicht hier reinpacken. Würde ich gerne behalten, den Brick. So, jetzt brauchen wir die zwei Drains wieder hier. Perfekt. So, jetzt können wir unsere Erze auch verdoppeln. Lava haben wir bei, haben wir nicht bei, haben wir unten bestimmt irgendwo. Okay, dann haben wir das Quest auch schon mal wieder abgeschlossen. Würde ich sagen. Wir haben hier jetzt noch 10, dann bekommen wir aber nichts mehr zusammen, dann packe ich die jetzt einfach mal hier rüben rein. Brauchen wir jetzt nicht, das brauchen wir auch nicht. Cobblestone, auch mal hier, das brauchen wir nicht. Den Hammer, wo haben wir den hier? Gute Frage, nächste Frage. Packen wir jetzt auch erstmal hier rein. Tipi brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir jetzt auch nicht. Weg, weg. So, okay. Gut. Eigentlich wollte ich noch eine Schaufel bauen, dafür bräuchte ich noch einen Cobblestone. Dann bauen wir jetzt kurz eine Schaufel und besorgen uns unten nochmal ein bisschen Erde. Ich glaube, wir haben da haben wir eine Höhle gefunden. Ach, das ist schon so lange her jetzt mittlerweile. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal runter. Und ich habe hier immer noch keine Tür. Aber hier kann ich jetzt, glaube ich, rein, gell? Ah ja, hier passt. So, jetzt schauen wir mal hier. Ich glaube, dass wir da unten eine Höhle gefunden haben. Wenn es nicht alles täuscht, dann ist hier irgendwo eine Höhle. Oh oh. Oh oh. Na, weg hier. Okay, hier ist eine Höhle und hier ist auch Erde, aber die Erde können wir nicht mitnehmen. Und das ist keine so wirklich geile Höhle. Naja. Ganz so wie ich mir das vorgestellt habe, war das jetzt hier nicht. Aber okay. Wir schauen jetzt einfach mal, ob wir hier irgendwo noch ein Erdvorkommen finden. Wäre sehr, sehr praktisch. Jetzt einfach mal hier so ein bisschen in die Richtung. Da wird mir irgendwas auf der Map angezeigt. Ich weiß allerdings nicht, was das ist. Das Monster, irgendwelche Mobs oder so. Vielleicht. Jetzt hier einfach mal lang. Hoffen, dass wir noch ein bisschen Erde finden, dann nur das noch ein bisschen Samen machen können. Und dementsprechend dann hoffentlich auch bald diese Quest abgeschlossen haben. Okay. Hier werden wir keine Erde finden. Hier finden wir nur Wasser. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wie oben noch Erde? Ich glaube auch nicht. Aber ich hatte doch irgendeinen anderen Weg. War das in eine andere Richtung oder irgendwie noch ein Weg runter? Also irgendwie habe ich noch in Erinnerung, dass ich irgendwo runtergegangen bin, aber anders. Ach, hier geht's noch runter. Ah, hier ist Lava. Und hier haben wir uns nicht mehr weitergegangen. Okay, dann sehen wir mal hier lang. Ob wir hier irgendwo Erde finden. Ich hoffe doch stark, dass wir hier irgendwo Erde finden. Aber ich weiß es leider nicht. Komm schon. Ein bisschen Erde. Okay, Kohle ist auch nicht schlecht. Die können wir auch immer wieder brauchen. Nehme ich jetzt auch einfach mal mit hier. Genau. Genau, was ich noch ansprechen wollte. Könnt gerne mal bei Lost Castle vorbeischauen. Also da habe ich jetzt, oder ja, habe ich mittlerweile auch schon Let's Play gestartet zu. Mir hat es eigentlich recht gut gefallen und der erste, der angezockt Part ist eigentlich auch recht gut bei euch angekommen. Mich würde es freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut, vielleicht mal reinschaut, ein Like da lässt oder so. Ja, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit eigentlich Werbung machen für meinen Kanal, da komme ich mir auch dumm vorbei. Aber irgendwie möchte ich halt doch weiterkommen mit meinem Kanal und da hilft es halt nicht, außer machen wir. Okay. In der Bug. Machen wir ein bisschen Werbung zu machen. Aber ja, mir hat es halt einfach gefallen, das Lost Castle und so. Und ich denke, da können wir ein bisschen dran spielen. Können wir auch ein bisschen eine längere Serie mal wieder mal machen. Was wir jetzt hoffentlich hier mit Indesie auch machen können. Wenn das jetzt nicht mehr abschmiert aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Was ich mal hoffe. Aber ich denke, ich habe mir irgendwas eingefangen am PC. Deswegen hat das nicht mehr funktioniert. Aber wer weiß das schon. Das gibt's ja nicht. Hier muss irgendwo Erde sein. Haben wir noch ein anderes Quest? Wenn wir keine Erde brauchen, das ist das nervig. Rum zu farmen. Wenn irgendwann mal Erde findet. Ja, wir müssen hier wieder eine Timelapse einbauen. Dann bin ich schon wieder draußen, oder? Bin ich hier draußen? Hallo, lass mich bitte raus. Ja, hier bin ich schon wieder draußen. Alter, ist das nervig. Welche Höhe sind wir überhaupt? 3. Höhe 82, okay. Müssen wir noch wesentlich weiter runter, bevor wir irgendwie Dias oder sowas in die Richtung finden können. Ich grabe jetzt hier einfach mal weiter runter noch. Und ich glaube, ich habe eine kleine Timelapse rein. Bis ich entweder keine Lust mehr habe oder bis wir Erde gefunden haben. Also bis gleich. Okay. Ich bin wieder da und ich glaube, hier sind irgendwie Compressed Zombie. Keine Ahnung, was das sein soll. Schau mal kurz hier rein. Mal irgendwas beizuschlagen, das macht Attack 10. 2,8. Also ich glaube, ich kann hier besser mit dem kämpfen. Das war sehr, sehr langsam. Was ist denn der Zombie? Hier ist dann auf jeden Fall auch eine Höhle. Aber hier ist der Compressed Zombie. Compressed Zombie. Habe ich noch nie gesehen.
Na gut, hier kommen wir weiter runter. Oder auch nicht. Da hinten ist eine. Ist eine Wand, wo wir vielleicht runterkommen. Was ist denn da noch unten? Ah, es hat mich hier geschlagen. Es hat mich hier geschlagen. Hat mich die Spinne geschlagen. Und nochmal eine Fackel hier platzieren. Da haben wir ja schon wieder keine mehr. Wir können uns auch welche craften. Compressed Zombie ist anscheinend runtergefallen. Muss hier noch ein bisschen aufpassen. Weil wir hier Hardcore Questing Mod haben. Dementsprechend auch nur begrenzt viele Leben. Oh no! Nein, 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 nein. Jetzt weiß ich, was ein Compressed Zombie ist. Oh verdammt. Hier rückwärts hoch ist auch irgendwie nicht die beste Lösung. Gib doch einfach. Nein, 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 nein. Okay, wir haben doch keine begrenzten Leben. Ich hatte jetzt gemeint, weil das Hardcore-Questing ist, dass wir begrenzte Leben haben. Okay, ich gehe mal nochmal schnell dahin und hol das Zeug wieder zurück. Ich hoffe zumindest, dass ich. Oh scheiße, ich hätte vielleicht irgendwas mitnehmen sollen. Ja, der ist doch nicht in der Nähe. Ja, ich muss gleich nochmal hochgehen. Und die Zombies sind auch hier, juhu! Könnt ihr bitte verschwinden? Ja, das Blatt macht richtig viel Damage. Alter, wie viele sind denn hier? Gibt's doch nicht, oder? Das sind viel zu viele. Ich muss gleich hochtauchen. Tschüss. Tschüss, Zombies. Was trinkt ihr jetzt? Okay, ich brauche Blöcke und ich brauche irgendwas zum Schlagen. Ich hätte mir eigentlich mal ein Schwert machen. 1, 2. Habe ich jetzt das Holz alles mitgenommen? Nee, hier ist was. Und ich brauche irgendwelche Blöcke, dann nehme ich auch Cobblestone. Okay, passt. Dann baue ich mir mal hier kurz ein Schwert. Zack, so. Sticks. 1,6 Attack, okay, das genügt erstmal. Gehen wir nochmal runter und dann schlagen wir die Gnome. Okay, die sterben hier eh schon. Ach, man darf ja nicht mehr spammen. Hatte ich ganz vergessen. Komm, ist hier bloß das Problem, dass ich gleich ertrinke. Okay. Überlebt. Ich muss rotten Fleisch essen. Damit ich regeneriere. Zombies sind jetzt glaube ich alle tot. Hoffe ich zumindest. Also Compressed Zombie ist kein guter Zombie. Und dann schauen wir jetzt mal hier. Oh, hier sind auch alle weg. Sind hier schön in der Lava gestorben. Jetzt muss ich leider die Lava ein bisschen zubauen. Damit unsere ganzen Items hier nicht verloren gehen. Hey, wir haben einen Erdblock produziert. Könnten wir Erdblöcke produzieren? War natürlich ein Spaß. Ja gut, eigentlich brauche ich jetzt da nicht wieder runtergehen. Weil ich da unten bloß wieder auf mehr Zombies stoße. Und wie machen wir das jetzt am Blöden? Ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen Erde. Ich würde sagen, ich schaue einfach nochmal kurz hier so ein bisschen in die Wand rein und dann sehen wir uns wieder gleich. Gleich wieder. Okay, also irgendwie habe ich hier ein kleines Problem. Hier sind überall Schluchten unten. Kann ich natürlich jetzt nicht reinhüpfen ohne Rüstung, ohne alles. Wenn ich sofort tot wäre. Weiß echt nicht, wie wir das am Blödsinn mit der Erde hinbekommen. Da muss es doch noch irgendwo Erde geben. Ich gehe jetzt hier nochmal ein Stück weiter und dann sehen wir uns wieder gleich. Gleich wieder. Kann nicht mehr reden. Oh, eine Höhle. Vielleicht sind hier keine Zombies. Brauche ich gar keinen Cut setzen. Oh mein Gott, ist das schön. Okay, hier sind Zombies. Hier ist auch eine Witch. Mich gleich mal mit irgendwas beworfen hat. Ich komme ja auch nicht mehr hoch. Witch hat sich selbst mit Gift beworfen. Vielleicht stirbt sie dran. Was sie zu mir ins Lohn ist. Mal hier die ganzen bisschen schlagen von oben.
Ich habe einen Heiltrank getrunken. Trinkt die Heiltränke? Ist ja drauf. So schnell kann ich die gar nicht töten, wie die Heiltränke trinkt. Ah, jetzt ist sie tot. Oh oh. Okay, doch, kein Problem. Immer diese Villager-Zombies. Ich würde gerne alles ein bisschen ausleuchten. Da vorne ist nämlich Erde. Da vorne ist Erde. Ich sehe Erde. Wir kommen doch noch zur Erde. Vielleicht schaffen wir endlich das Quest. Ich hoffe es so sehr. Aber hier sind verdammt viele Mobs. Ich sollte mal was essen. Hier sind verdammt viele Mobs. Schnell hier hoch. Schnell, schnell, schnell. Spinne kommt. Ich muss erstmal kurz was zwischendurch snacken, damit ich mich hier wieder regeneriere. Hallo, trinkst du? Okay, anscheinend ist hier auch ein Mod oben, dass man nicht immer das Gleiche trinken kann oder essen kann. Dann spawnt hier so viel Zeug, das ist doch nicht normal. Wir kommen noch zu unserer Erde. Wir kommen noch zu unserer Erde. Okay, so. Dann gehen wir wieder vor. Das Wasser wollte ich eigentlich wegmachen, aber es hilft mir eigentlich relativ gut. Ja, es wird immer langsamer mit dem Trinken. Dann dürfen wir nicht immer dasselbe trinken. Und es bringt auch nur noch ein halbes Ding. Wie viel Essen wir auch verlieren. Das ist auch krass hier. Naja. Ist auf jeden Fall ein bisschen Erde. Ich leuchte nur schnell noch alles ein bisschen aus. Vielleicht nicht gleich wieder 38 Monster spawnen. Sieht auch cool aus. So, und jetzt bauen wir hier ein bisschen die Erde ab. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Erde hier abgefarmt habe. Okay, so. Ich habe mal die Erde grob abgefarmt. Immer noch nichts. Ein gutes Stack. Ich werde das oben mal zusammen craften. Und dann drücken wir das noch durch und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder für den Part. Und jetzt funktioniert der Part Gott sei Dank, das Modpack Gott sei Dank auch wieder. Dementsprechend bin ich jetzt positiv, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen und vorankommen. Ich werde auch versuchen, da ein bisschen öfter was zuzumachen. Wie gesagt, ich werde es versuchen. Nicht nur am Wochenende was hochzuladen, sondern auch unter der Woche. Also, wenn ihr da Lust drauf habt, dann werdet ihr es bekommen. okay, craften wir mal hier das Zeug zusammen. Zack, und hier das craften wir auch zusammen. Dann lade ich mich schnell hier drüben aus. Alles, was wir nicht brauchen, was hier nicht reingeht. Ja, nicht, dass hier schon wieder alles voll ist. Kleine Steine können wir hier noch reinpacken. Und die Erde drücke ich jetzt noch schnell durch. Und dann schauen wir mal und hoffen wir, dass wir jetzt unser Zeug bekommen, das wir noch brauchen. Bekommen wir auf jeden Fall was? Aber was ist halt die Frage? Komm schon. Der gibt mir das Richtige. Melonen-Seeds haben wir auf jeden Fall bekommen. Aber auf jeden Fall nicht das Richtige. Und ja, ich habe das Gefühl, wir haben wieder nicht das Richtige bekommen. Hier war das drin. Nee, wir haben gar nichts davon bekommen. Die Spore haben wir auch nicht bekommen. Naja. Also richtig erfolgreich war die Runde heute nicht. Aber sei es drum. Apfelbeeren will ich behalten. Ich trinke hier mal was anderes noch schnell. Okay. Ich würde einfach sagen, das war's jetzt trotzdem für den Part. Auch wenn wir wieder... Ja doch, wir haben eine Schmiede gebaut. Also ein bisschen was haben wir doch geschafft. Und nächstes Mal schauen wir dann mal. Machen wir vielleicht auch mal was anderes. Suchen nicht unbedingt wieder die
zieht hier zusammen, sondern machen ein bisschen was anderes. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao und danke fürs Zusehen.